Familie Kuhwell aus Ohio hat sich dieses Jahr für das Ostallgäu entschieden, also rund um Kempten und Vorderburg. Und sie haben alles richtig gemacht. Über lange Suchen im Internet fanden sie das Feriendorf von Thomas und Elke. Und die Kinder jubelten schon und sagen, das ist genau das Richtige. Denn sie haben auch schon den Pool und das tolle Frühstück entdeckt. Und dann ging es auch nach Vorderburg. Und sie waren überrascht über das freundliche Willkommen hier im Feriendorf von Thomas und Elke. Viel Information und was im Haus, im Feriendorf so abgeht, haben sie von Elke am gleichen Abend noch erfahren. Milch bis zum Abwinken und natürlich auch viele Ausflugsziele wurden ihnen übertragen, sowie auch die Information über das Allgäuer Bauernhofmuseum. Die Kinder waren schon voll dabei. Sie wollen einfach das Bauernleben von den Bauern im Allgäu kennenlernen, vom Kühemelken bis zum Heuschober. Da, wo sie auch runterhupfen konnten im Museumsgelände und natürlich auch Kühe melken. Das Kühemelken hat nicht so geklappt, wie ihr seht, aber die Kuh lebt noch und wir hatten Spaß. Auch über die Technik war die Familie Kuhwell aus Ohio begeistert, denn sie kennen nur John Deere und amerikanische Fabrikate aus der alten historischen Zeit des Bauernlebens. Aber es war rundum ein toller Rundgang und beendete auch mit kleinen Spielen, Ballschmeißen auf Blechbüchsen oder Milchkannen. Also alles, was zum Allgäu gehört, kann hier auch spielerisch übertragen werden. Und ich freue mich jetzt natürlich auf das Feierabendbier, wie hier beim Stilleben von damals. Danke, Thomas und Elke, dass wir in eurem Feriendorf so tolle Ferien verbringen konnten. Mit viel Information über das Allgäu im letzten Jahrhundert. Wir sind uns jetzt schon sicher, dass wir wieder mal zu euch kommen werden ins Allgäu. Vielleicht kommt ihr sogar vorher zu uns nach Ohio. Denn auch wir haben viel historische Dörfer mit Landwirtschaft von damals in Amerika.